Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Autor. Da kommt gerade die Mutter an. Gucken wir uns auch mal ihre Erinnerung an. Ach so, das war das mit... Der Junge kann bei uns schlafen. Okay. Was sollen wir tun? Komm her. Gucken wir mal, wo sie alle sind. Ich glaube, Wappen geht deutlich schneller. What about Tommy? Achso, das ist das mit dem. Hey, lass ihn bei uns schlafen. Was ist er so allein? Nein. Sein Notizbuch hat er gefunden und er hat Der sieht ja gruselig aus. Hat geschrieben. Das wollte ich nicht. Na, wo geht der Vater jetzt hin? Ach, wieder in sein Büro. War nur eine Nacht, nicht, dass das ständig passieren würde. Was denn? Was? Hey Mom. Achso, es ist da unten wieder. Wo seid ihr denn? Ich dachte, Tommy ist nicht. Ja. Am Samstag laufen nur Westerns im Fern. Nur Western im Fernsehen. Was macht denn Daddy? Schickes Bild übrigens. Ist das sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Es tut mir leid, ich kann mir keinen Namen merken. Kein Daddy da. Auch kein Daddy da. Guck, wo bist du? Auch nicht in seinem Zimmer. Er mit seinem Vater. 3 von 3 Erinnerungen gefunden. Ich auch nicht. Was ist mit der Lampe? Achso. Haben wir jetzt was für irgendwen? Blast off! Dann gehen wir mal so erkunden. Da ist die Whiskyflasche wieder. Dieses Mal müssen wir unbedingt was für die Ehefrau tun, sonst wird das kein gutes Ende für sie alle. Oh, sie malt, wie schön. Das ist wieder die Erinnerung, richtig? Ja. Nein! Ich möchte, dass sie ihre Gedanken lesen. Kontrolliere das Sofa. Oh nein, sie will schon nach einem Hotel gucken. Mit irgendeinem Trip. Oh, er malt wieder. Was malst du denn? Spielt Vater, Papa mit mir kein Racing Rogers? Ja, das kennen wir schon. Can I see? I'm almost done.
Ich glaube, das dauert noch ein Hey. bisschen. Upsa. Es ist eine Weile her. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Das ist ja eigentlich eine Erinnerung. Racing Rogers ist weg, ach, weil es unterm Bett liegt. Für ein Kinderzimmer ist es aber ganz schön leer. Noch ein Brettspiel. I've barely had any journal entries since we arrived, and I'm writing this one with a god-awful headache. Not a good Oh. track record so far, Linda. I tried to get Dan to take a night off last night, but he said he just didn't have the time. So I opened that bottle of wine myself after Tommy got to bed and somehow finished the whole thing. I knew I should have eaten something, and now I'm paying for it. All right, time to see if my stomach's settled enough to figure out where we put the aspirin. It's gonna take a while to get used to where everything is in this place. Hier schreibt sie über die Nacht allein, dass sie Dan dazu überreden wollte, mit ihr zu trinken, aber er unbedingt schreiben wollte und stattdessen. I've barely had any. Ja, das ist die falsche Taste. Wasch den schrecklichen Pullover, den Mama und Papa gegeben haben. Can't wait for him to get here. Huch. Er muss über einige Probleme von Erwachsenen was lernen. Wie in alten Zeiten. Dann gehen wir auch noch mal in seine Erinnerung und rennen hier einmal rum. He can sleep with us. What about Tommy? Das hatten wir bereits. Er war ja eigentlich am Schreiben. Das Racing Rogers. Können wir aber nichts machen. Im Bad ist keiner. Hier ist auch keiner. Swapen geht manchmal schön. Nee, ist keine andere Haustür. Geht manchmal schön schnell. Hier ist er Broke wieder through am the fog last night. Schreiben. Das hatten wir aber schon. Es war eine Nacht nicht, dass das ständig passieren würde. Wissen wir. Haben wir irgendwas schon rausgefunden? Wash that ugly sweater for mama that gave me so they can see me wearing it. Ja, sie muss waschen. Das ist ja ein neues Bild. Ah. Er möchte die blauen Decken benutzen, um sich eine Höhle mit den Decken zu bauen. Richtig? Ja. So, jetzt müssen wir noch rausfinden, was Linda muss sie heißen. Ach so. Falsche Person. Nein, was Dan haben möchte. I took Tynan up on the book jam. He hasn't seen a word of my new book, and fresh eyes are priceless. He bailed me out on Tramer's way.
I hope he understands how much of that book worked because of him. I still remember when we were walking to the pond and he had the idea about using newspaper clips and police reports. Of course, no matter how many times I tell interviewers it was his idea, they just keep giving me the credit. Maybe they just want the tidy auteur version. Oh well, can't change that. Let's just hope he has an idea for this one too. Freddy can't get here soon enough. Ah, das ist anscheinend der Freund. Jetzt soll ich seine Gedanken lesen. Huch! Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Miau. Oh, I hope that okay. Er möchte fischen. Good news. Mom called today with a change of plans. They made better time on the first leg of the trip than they expected, and they're coming to visit. Bad news, they want to come this weekend. Oh, nein. Did Dan tell Tynan they could stay here for sure, or is that still up in the air? I'll ask after dinner. She sounded cheerful enough on the phone, though I can't help wondering if they took this trip because they hit another rough patch. I hope not. I hope they just want to see Tommy and have a classic Mears family feast. Though, maybe seeing how they've ended up will be good perspective for Dan and me. Speaking of which, Dad better not get nosy. I've told him a million times that my marriage is not his business. Maybe I'll try the thing Christine told me. When someone asks you something private, just say, "Why do you ask?" Put it back on them and see if they've actually got a reason to get into your business. Yeah, I've got to remember to try that. We'll see how he answers that one. Nicht gut. Ihre Eltern wollen genau zu demselben Tag zu denen kommen, wo auch die Freunde vorbeikommen wollen. Haben wir jetzt alle? Ja. Und huch, was war das? Ja, das sind die Angeln, die gemeint waren. Ich möchte dem Jungen was Gutes tun, deswegen möchte ich Aber ich möchte doch der Ehe was Gutes tun. Was war der hässliche Pulli? Wo ist der hässliche Pulli? Oh, Junge. Erschreck mich nicht immer so. Das ist der. Der Vater guckt fern. Das ist wohl der hässliche Pulli. Wem soll ich was Gutes tun, der Frau oder dem Jungen? Ich meine, die Ehe ist gefährdet. Wenn sie nicht bekommt, was sie möchte, dann ist die ganze Ehe im Arsch. Und das hilft dem Jungen auch nicht, also... Ja. Ja. Jetzt? Es tut mir so leid, Junge. Das wird keine schöne Geschichte, unwahrscheinlich. Aber so ist das Leben. Ach, der Kleine schläft. Ein Labyrinth? Okay. Oh, sieht der Himmel geil aus. So klar. Hilf ihm. Raum für Tommy. Zweimal waschen. Linda war so aufgeregt, dass ihre Eltern nach Hause kommen, dass sie selbst den hässlichen Pullover, den sie ihr geschenkt haben, wäscht. T-
Tommy hat geweint, als Dan ihm sagte, er kann nicht bei ihnen schlafen. Er sei ja jetzt groß. Oh, der Arme. Der hat wieder Probleme. Beim Schreiben. Das wird nicht gut enden. Bevor wir uns darüber Gedanken machen, the bottle, die Flasche. Oh nein, gehen sie jetzt ans Trinken über? Linda und Tommy waren besorgt. Bevor das weitergeht, werden wir immer mal die Folge beenden. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.